So, meine Lieben. Hi, guys. So, also ich habe heute meinen ersten Shot bekommen. Meine erste Impfung. Ja. Also der Arm tut ein bisschen weh. Yes, my first shot in this year. And my next shot is in 5-6 weeks. Also in 5-6 Wochen ist dann der nächste Shot, die nächste Impfung. Also schlecht hat es mir nicht getan. Also wie ihr seht, noch bin ich am Leben und habe keine Verrenkungen. Weder am Gesicht oder weder bin ich zu einer komischen Kreatur geworden. Also wir wollen ja nicht an die Grimms Märchen glauben. Und ich bin ja ein realistischer Mensch. Und daher, wenn man logisch denkt, wozu soll man die Menschen, also wozu soll man überhaupt erst so viel Papierkram von den Menschen erwarten, Arbeitsbescheinigung, dies, das und für was man es braucht, um Menschen wirklich absichtlich mit einer Impfung zu schaden? Also mein logischer Gedanke sagt eher nein. Also das heißt, also mir geht's gut. Alles in bester Ordnung und ich habe auf mein Gefühl gehört und habe auch so ein bisschen mein logisches Denken eingeschaltet. Und wie gesagt, das Einzige, was ein bisschen wehtut, sind halt die Armschmerzen. Aber das hat man auch bei Blutabnahme oder was weiß ich, wie auch immer. Und ich muss natürlich auch das Impfzentrum Masuren Ali sehr, sehr loben. Sehr freundliches Personal, also sehr, sehr zuvorkommend. Die haben sich wirklich intensiv um alle Patienten, also die dorthin kamen, um die Klienten, Patienten richtig gut gekümmert. Auch richtig, wirklich bestens aufgeklärt und man bräuchte überhaupt keine Angst zu haben. Die haben einen auch die Scheu weggenommen, haben auch gefragt, sind sie aufgeregt, haben sogar auch, ich zum Beispiel, ich habe total Angst vor Spritzen, nämlich sogar total mit Gesprächen so aufgebaut, dass ich echt keine Angst mehr haben musste. Und es hat auch wirklich, dieser Pizza hat auch wirklich nicht wehgetan. Ein kleiner Schmerz vielleicht, aber wirklich, also nicht schlimmer als eine Blutabnahme. Da finde ich Blutabnahmen viel schlimmer. Ja, also so viel dazu und wie ihr seht, ich bin noch auf den Beinen und ich habe auch gar keine Müdigkeit gefühlt, wirklich eigentlich gar nichts. Und ja, und die zweite Impfung ist in ein paar Wochen, in 6 Wochen. Ja. Und ja, wenn ich da auch nichts fühle, ist das okay und es kommt ja mal drauf an, wie der Körper reagiert. Also jeder Körper reagiert halt auf alles anders. Es ist genauso mit den Hautcremes. Die Creme Clinique ist für meine Haut vielleicht nicht gut. Beispiel jetzt. Die Creme von Biotherm ist für die andere Haut nicht gut. Beispiel jetzt. Das sind alles nur Beispiele. Es ist so. Und genauso ist es, denke ich, auch mit Medikamenten und Impfungen. Und das letzte Mal, wo ich geimpft war, wurde, habe ich bei meinem Impfpass heute gesehen, 1988, oh mein Gott, schon sehr lange her. Und das Interessanteste ist, also wie ich zu der Masuren Ali kam, ja, da umringte mich genau dieses interessante Gefühl. Also dieses, da umringte mich ein Hauch von süßer Melancholie, weil ich musste dann an die Zeiten denken von früher. Messe, genau an die Messezeiten. Wie ich früher auf Messen als Hostess gearbeitet habe. Damals war ja bei der Masuren Ali Messehallen, da wurden ja die tollen Messen veranstaltet mit tollen Messeständen, mit tollen Giveaways oder was weiß ich, tolle Produkte und so weiter und so fort etc. Ja, das war so ein bisschen so ein komisches Gefühl, weil auf einmal siehst du von Messeständen und was weiß ich gar nichts mehr, nur noch alles medizinisch, nur noch Ärzte und Aufsichtspersonal und Hosts, die halt die Menschen betreuen und so weiter und so fort. Aber es ist alles gut gelaufen und ich kann es nur empfehlen. Also, why not? Ich freue mich schon auf meinen nächsten Shot. Na denn, würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin einschaltet und ich hoffe, euch hat mein Video, mein kurzer Beitrag zu der Impfung gefallen und ja, bis bald. Ciao, ciao, bleibt gesund. Bye.